Herzlich willkommen, mein Name ist Kathi und du bist auf meinem Kanal Kathis Diamond Story. Ich wollte heute meine Häkelsachen einmal zeigen. Samstags kommt immer ein Video zu den Häkelsachen und dienstags immer ein Video zum Diamond Painting. Nur so als kleine Info am Rande. Ja, ich habe sozusagen zwei alte Sachen hier liegen. Und hier auf der Seite einmal neu. Ja, ich lege das hier mal rüber, das bisschen. Und dann schauen wir uns einfach die Sachen an, wie der Fortschritt hier bei dem Tuch ist und bei der kleinen Decke. Am besten starten wir mit der Decke. Ich schiebe das andere mal rüber. Die Decke wird ja mit einer 5,5er Nadel gehäkelt, zumindest häkel ich sie so. Ist auch ein ganz, ganz einfaches Muster. Auf der einen Seite und der gegenüberliegenden Seite mache ich dieses Zopfmuster mit Reliefstäbchen an den Seiten und sozusagen jetzt einmal rechts und links mache ich auch Reliefstäbchen. Und hier so einmal ein kleines Muster zwischendurch. Hier hatte ich noch keine Reliefstäbchen gemacht. Das war der Start von der Decke. Aber ja, mit dem Relief gefällt mir das hier einfach besser. Einmal. Ja, sie kräuselt sich sehr. Ihr seht es, sie rollt sich ein an den Seiten. Aber das kommt von den Stäbchen her. Und vielleicht hätte ich auch besser eine noch größere Nadel genommen, damit das nicht so fest einfach ist. Denn sie ist schon recht eng gehäkelt. Ja. Aber gut, ich finde es jetzt nicht schlimm. Ich finde das eigentlich ganz schön, weil wenn sie ein bisschen dichter ist einfach, hält sie auch schön warm. Na. Ja, und zu dieser Decke kommt irgendwann ein kleines Video zu der Anleitung, also wie ich das gehäkelt habe. Ja, ich bin hier im Wechsel, also ich häkel hier die Decke in Runden und nicht in Spiralrunden, sondern in Runden mit dreimal hoch sozusagen. Ja. Das Garn hatten wir letzte Woche einmal gewechselt. Es hat innen drin schon ganz gut abgenommen, aber es ist noch da. Und das andere ist auch noch vorhanden, aber auch schon sehr schlapp. Aber das ist nicht schlimm. Es liegt ja in der Tasche. Das passt schon so. Ich lasse die auch normalerweise in der Tasche drin, die Sachen, damit mir das nicht zu zerflettert, einfach von der Wolle her. Genau. Ja, dann zeige ich euch mal. Letzte Woche haben wir hier den Markierer hingemacht. Oder ich habe ihn da hingemacht. Und das Ganze ist jetzt sozusagen, ich glaube, um 3 Runden gewachsen. Aber wir haben auch schon eine ganz schöne Länge. Ich hatte mir jetzt mal das Meter hier reingetan, das eine. Weil ich dachte, vielleicht interessiert euch das von der Größe her mal, wie groß sie ist, weil ihr seht es, ja, sie kriegelt sich halt sehr stark. Und da dachte ich, messen wir einfach mal von der einen Seite zur anderen Seite. Also von der einen Ecke sozusagen zur anderen Ecke. Damit wir einfach mal wissen, ich werde die jetzt auch nicht so stramm ziehen, sondern ganz locker mit der Hand einfach drüber gehen. Denn ja, bringt ja nichts. Also wir sind ungefähr bei 75. Ja.
So ungefähr. Na gut, 75 cm auf der einen Seite. Ich hatte die Decke ja rechteckig angelegt, sozusagen. Schauen wir mal gerade auf der anderen Seite. Passt mal auf, jetzt ist sie nachher quadratisch anstatt rechteckig. Ah, das wär's. Ah ja, dann sind halt ein paar Maschen dazugekommen. Aber ist ja, naja. Das ist dann auch nicht schlimm. Ah, das wär's jetzt noch. Nee. Oje, Moment, ich zeig's euch gleich. Das muss ich gerade hier auseinanderfummeln. Also hier sind wir bei knapp 79. Aber gut, wie gesagt, es ist ja alles noch locker. Man hätte es auch so ein bisschen auseinanderziehen können, aber ich habe es jetzt, wie gesagt, locker gemessen. Ja, ja gut, aber das ist doch ganz, ganz in Ordnung. So, aufrollen tue ich es nachher. Ja, ah gut, versetzen wir jetzt mal unseren Maschenmarkierer, meinen Maschenmarkierer, von der Ecke in diese Ecke. So, und dann kann die Decke weiter wachsen. Kommt so rüber, einmal schnell. Und dann kommen wir mal zu dem Tuch. Das hier ist ja der Boppel von Kathrinchen Kirschblüte. Da hat man ja einen schönen Etsy-Shop. Die wickelt ihre Boppel per Hand. Da seht ihr noch den süßen. Ich hole ihn mal raus. Das Ganze wird mit einer Fährernadel gehäkelt. Das sieht man nicht mehr so gut, die ist so verblasst. Aber trotzdem eine Vierernadel, das hier ist, hier seht ihr es, Unikatis Boppel von Flamme geküsst, 1000 Meter vierfach, 50 Baumwolle und 50 Polyacryl. Ja. So sieht er noch aus und er lebt hier in diesem kleinen Projektbeutel einfach drin. Genau, das waren einmal die Daten zu der Wolle und dann muss ich kurz den Faden sortieren. Ja, so, und da habt ihr mal den Verlauf von dem Weiß-Orange ins Orange-Pink oder Magenta und dann jetzt komplett einmal Magenta. Also ich habe jetzt einen kompletten Farbwechsel sozusagen reingehäkelt. Und das Tuch wird auch in einem Musterwechsel gehäkelt. Hier ist es einmal diese Stäbchen überkreuz und dann das Muschelmuster, dann wieder die Stäbchen überkreuz und wieder eine größere Reihe von dem Muschelmuster. Da waren wir jetzt mit dem Tuch. Hier sozusagen, also gerade im Übergang. Ich glaube, wir haben so dann weiter gehäkelt. Und das Stückchen hier kam jetzt dazu. Ich finde das so toll, die Wolle hier, die ist so schön weich und lässt sich so schön anfassen. Also häkelt sich auch super. Ganz klasse, bin ich sehr begeistert von. So, machen wir hier mal noch unseren Markierer hin. Dann kann ich da weitermachen. Ja. Aber wirklich sehr schön. Auch der Verlauf, der gefällt mir sehr gut. Der ist schön zart. Das passiert alles nicht von jetzt auf gleich, sondern es läuft alles schön ineinander über. Das gefällt mir.
Ja, und jetzt darf das Tuch noch ein bisschen wachsen. Jetzt kommt erstmal eine Zeit lang dieses Magenta und dann geht es mit ins Schwarz und dann kommt eine Zeit lang Schwarz. Aber ich finde das eigentlich ein ganz schöner Übergang, weil man hat knallige Farben, das Orange und das Magenta hier ist ja recht farbenfroh. Und hier das Schwarz, finde ich, bringt da nochmal eine Ruhe rein, genauso wie das Weiß. Also sehr, sehr schön. So, den lege ich jetzt auch mal so hier hin, damit man ihn im Bild hat. Ups. Aber ohne das Geklimper hier. Und dann zeige ich euch jetzt das neue Projekt, was ich angefangen habe. Da ist aber noch nicht so viel passiert, weil da musste ich erst ein bisschen austüfteln und habe es dann wieder aufgezogen und dann nochmal versucht. Und ja, Versuch macht klug, ne? So nach der Art. Hier seht ihr einmal den Bobbel. Der hat hier so einen kleinen Glitzerfaden nachher drin. Sehr schön, finde ich. Und hier ist wirklich alles schön bunt gemischt. Das ist von den Märchengarn. Hier steht 43% Baumwolle, Polyacryl, auch 43%, 9% Polyester und 5% Polyamid. Das ist wahrscheinlich wegen dem Glitzer hier mit drin. Ja. Und das hier ist eine B-Ware. Die habe ich günstiger gekauft, weil es halt eine B-Ware ist. Aber mich stört es nicht. Ich glaube, das sieht man der Wolle dann auch nicht an. Finde ich nicht schlimm. Deswegen war die mal bei mir in den Einkaufskorb gewandert. Das hier ist eine 300 Gramm Bobbel. Sie ist vierfach für eine 3er bis 4er Nadel geeignet. Genau, das Ganze wird gehäkelt mit einer Vierernadel. Ich glaube, die Nadel hier heißt Clover. Die hatte ich von meiner Schwester zum Versuchen bekommen und ich muss sagen, die mag ich wirklich sehr, sehr, sehr gerne. Also, das ist eine sehr schöne Nadel. Da hakt nichts vom Garn her, das Garn kleidet schön drüber. Es ist toll. Ja, und dann zeige ich euch gerade, was ich da angestellt habe. Ihr seht es, hier ist auch noch nichts drin. Kein Markierer, kein gar nichts. Nur sozusagen der Fadenanfang. Hier die Feder. Und dann hatte ich einmal rund gehäkelt. Da bin ich jetzt auch sozusagen in die Spiralrunden reingegangen. Da ist hier der Rundenanfang. Also hier hatte ich angefangen mit einer Luftmaschenkette und bin dann immer mit den Maschen eigentlich hochgegangen. So rum gehört es. Hier seht ihr es. Da bin ich mit den Maschen dann hochgegangen und jetzt von hier zu hier bin ich übergegangen in die Spiralrunde. Das bin ich auch noch am Ausprobieren, ich weiß noch nicht. Ich werde die Runde dann fertig häkeln und dann gucken, ob ich in der Spiralrunde bleibe, ob das sozusagen vom Muster her passt, wie ich mir das vorstelle oder nicht. Dann muss ich mir halt noch mal was Neues überlegen. Muss ich mal schauen. Ja. Oder wenn das halt zu stark auffällt mit der Spiralrunde, dass das Muster halt nicht mehr bündig läuft bei allen Sachen. Ja, also so wäre vorne. Man sieht zwar noch nicht viel, nur ein bisschen, aber trotzdem. Ja, das hier ist für mich hinten. Hinten ist das für mich einfach nur, weil man sieht, dass diese Blüten hier so rum besser rauskommen. Wie so rum.
Und deswegen habe ich entschieden, dass das hier jetzt vorne ist. Ja, mal gucken. Das soll eigentlich sozusagen so ein T-Shirt werden, was rund geht. Also was dann sozusagen auf den Schulterblättern liegt. Und sollen an den Seiten noch so Ärmelchen drankommen und der Körper halt noch. Aber ich möchte das alles in einem häkeln und nicht absetzen. Deswegen bin ich mal gespannt, wie das funktioniert. Mal schauen. Wir holen mal am besten noch kurz ein Maschenmarkierer, bräuchte ich noch, und sozusagen meinen runden Markierer. Jetzt bin ich am Überlegen, was holen wir denn da? Ach, da, das Herzchen, das hätte ich gern. Jetzt kriege ich natürlich alles raus, bis aufs Herzchen. Ach, ich schmeiß es schon rüber. Eieiei. So. Und dann noch hier so ein. Ich glaube, das Lila sieht man am besten. Dann nehmen wir das auch fertig. Damit ich mir dann nicht immer die Maschen aufziehe. So, einmal hier das. Mal gesichert ist und dann machen wir noch hier diesen kleinen Punkt dran. So, einmal fertig. Und da ich hier das Projekt zu Hause lassen werde, also das werde ich nirgends mit hinnehmen, sondern das wird zu Hause bleiben, wird das hier in die kleine Bubblebox wandern von der Miss Pipinella. Da hat man alles in einem. Der ist fluffig hier, der Bobble. Und dann passt das. Deckel liegt jetzt ein bisschen locker drauf, aber das stört mich nicht weiter. Das ist schon in Ordnung. Die Nadel packe ich meistens so an die Seite und dann ist das sicher verpackt, sozusagen. An der Schachtel so finde ich das super, weil da, ich habe ja einen Hund und da gehen die Hundehaare nicht so dran. Bei den Taschen hier habe ich ja meistens dann unten auf dem Boden, also an der Boden, am Boden von der Tasche, dann von meiner Kleinen die Haare sozusagen dran. Stört mich an sich auch nicht, aber ja, ist doch auch mal ganz schön, wenn man das nicht unbedingt immer hat. Ne? Ja, diesmal sind wir sehr rosalastig unterwegs, aber nicht schlecht. Ja, das waren auch schon die Projekte von mir, an denen ich getüffelt habe. Ich weiß, es ist nicht viel, weil das hier hat leider ein bisschen gedauert. Da war ich auch einen Abend so frustriert und habe gedacht, ach komm, mach's doch auf die normale Weise, wie du sonst auch häkelst. Aber nee, ich wollte das hier mal ausprobieren, wie das so rüberkommt. Ja. Und jetzt bin ich bis jetzt zufrieden. Mal schauen, wie lange das so bleibt. Ihr werdet es erfahren. Spätestens nächsten Samstag werdet ihr es sehen, ob es noch da ist oder ob es anders aussieht. Ja, in diesem Sinne hoffe ich, ihr hattet eine wunderschöne Woche. Und ihr seid gesund. Und ich hoffe, ihr habt einen super Start ins Wochenende. In diesem Sinne, bleibt gesund, macht's gut. Lasst gerne ein Däumchen da. Tschüss.